Weltarena steht heute im Fokus, Freunde. Und zwar fangen wir erst mal mit einem kleinen Talk an. Neue Season hat begonnen. Eine Mission haben wir heute, beziehungsweise nicht heute, generell. Und zwar ist es... Shop. Dieser Skin hier. Und zwar mindestens die zwei hier. Punkt 2 ist immer noch G1, aber vielleicht Richter 3 reicht auch. Falls jemand das Video zu diesem Neujahrstalk nicht gesehen hat, wo Weltgenkampf ein bisschen war, die ist da so ein bisschen schnippschnapp, sollte da vielleicht reingucken, wenn derjenige Interesse an Teambuildings hat. Weil Teambuildings habe ich da sehr stark angesprochen oder kurz angesprochen zumindest. Und ich werde es jetzt hier nicht nochmal wiederholen, wie es mit den Teambuildings dieses Season aussieht. Habe ich was umgeruht? Ja, damit fangen wir auch einmal ganz kurz an. Das mache ich immer ganz gerne am Start der RTA-Session. Season. Und zwar habe ich Parterre ein bisschen schneller gemacht. Dadurch ist Gianna jetzt wieder auf Swift. Ja, Parterre hat zum Beispiel diese Rune hier bekommen. Ne? Ich habe versucht, die Crit-Rate gleich zu lassen. Ja, ein bisschen mehr Attack, hat aber dafür weniger Death. Ist aber auch schneller geworden. Ja, ich glaube, hier geht auch noch irgendwo ein Speed rein. Da zum Beispiel. Aber die ist auch für die Crit-Rate gut, aber der Rest ist eher... Hier geht auch noch ein Speed rein. Also ein bisschen schneller würde ich ihn bekommen, aber die sind mir nicht worth, 5er Jams reinzuhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat sich, glaube ich, gar nicht verändert. Nee, ich habe die Artefakte ein bisschen geändert, aber nicht viel. Kinky ist dazugekommen. Ja, das ist mein neues LD-Net vor Most Wanted Monster gewesen. Habe ihn jetzt provisorisch erstmal so geruhnt. Ich kann keine Onimushas ruhen. Keine Ahnung, ich kriege die nicht gut hin. Der ist ein bisschen langsamer geworden jetzt, ne, weil ich habe ja gesagt, der moved vor ihm am besten. Ja, er ist jetzt ein Speed langsamer, sprich, also er moved safe vor Chongpong, dass ich, wenn er Strip direkt resetten kann, im besten Falle. Ansonsten hat sich hier gar nichts geändert, außer ich glaube, der hat ein bisschen mehr ACC. So, let's go. First Pick. Achso, ja, über First Pick habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Na, da guck, da fängt es schon an mit Sonya jetzt hier. Na, da haben wir schon jetzt, da haben wir es ja jetzt schon. Rakuni. Okay, wir sind sehr wasserlastig. Ich werde wahrscheinlich Leo picken, damit er den bannen muss. Ich habe halt übelst einen Struggle vor Sonya. Ich weiß nicht, was ich mit der... Ich kann die nicht einschätzen. Das ist das große Problem. Ich kann sie nicht einschätzen. Aber wir schauen einfach mal. Wir schauen mal. Okay. Strippen will er gar... Okay, er will sie knocken. Okay. Ja, die ist halt eher auf Death, ne? Natürlich, der obligatorische Proc. Wer kennt ihn nicht? Okay, so. Ja, schauen wir erstmal, was wir stunnen können. Okay, das ist gut. Machen wir das. Und Deathbreaks, Qualstun gegebenenfalls. Okay, jetzt machen wir die Wille hoch. Denn wenn die Wille oben, würden wir nicht loben, ey. Parterre hat geprockt. Das ist awesome. Das ist awesome. Gut. Ja, ist okay. Oh, jetzt hat er mal gestrippt. Ich lebe immer noch, ey. Ich schleppe immer noch, man stun. Schade, Pushback. Auch gut. Können wir jetzt einen Stun? Ein Proc. Auch gut. Ah, es war so klar. Ja, das war so klar. Alles okay. Jetzt Miles moved, ja. Okay, dann konzentrieren wir uns erstmal auf den. Leider kein Deathbreak. Okay. Kriegen wir einen Pushback, Stun. Nice. Wille hoch. So, ich hätte jetzt hier gerne einen Deathbreak. Ah. Der hat schon gute ACC. Ich habe versucht, den echt gute ACC zu geben, zumindest. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe versucht, drauf zu achten. Hab's versucht, okay. Wir müssen. Also, beide sind Kacke geben wegen Kinky da. Muss man halt auch an der Stelle sagen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den. Okay. Kriegen wir einen guten Qualstun. Ein Glancing. Nicht optimal. Ah, diese Procs auf seiner Seite. Kinky, kannst du auch procken, ne? Nur mal so. Der prockt jetzt auch nochmal? Nee. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Der, guck mal, der hat gar keinen Bock. Hey! Der prockt einfach jede Runde. Bei mir hat keiner geprockt aktuell. Keiner, oder? Nee, keiner. Warum auch? Ach ja, warum auch, ne? Boah, knappe Kiste, ey. Knappe Kiste, ey. Okay. Adriana ist cool. Ey, the fuck. Ey, diese scheiß Sonya-Kacke, ey. Ich
gespannt. Trotzdem, ich hasse dieses Monster. Die ist so dreckig, ey. Ja gut, das war ja klar. Ich hasse dieses Unit so hart. Ne? Alter, das ist schon krass, ey. Aber naja. Okay. Okay. Okay, er will sie direkt knocken mit Marsha, ja? Ja. Ja. War ja abzusehen. War ja abzusehen. Provo da drauf. Schon Deathbreak. Aber auf wen? Aber auf wen? Okay. Den haben wir. Das ist gut. Okay. Ist der auf Vamp? Ich hab's nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht gesehen. Aber wie schnell war die Ariana? Adriana. War schon gut schnell, oder? Okay. Also, die war doch schneller als mein... Ja, ich meine, ja, die sind bei mir auch nicht mega fast, ne? Das jetzt nicht. Aber die waren schon... Die war auf jeden Fall die schnellste. Okay, das ist gut. Ich glaube, die hat Oblivion versucht. Ja, jetzt brauche ich einen Proc, ey. Oh, nice. Parterre hat Bock, die Season. Das finde ich gut. Das ist nett vom Parterre. Nehmen wir Kinky? Ja, doch. Nehmen wir. Und bannen... Wahrscheinlich den da. Ich glaube, mit denen komme ich okay klar. Okay. Okeli Dokeli. Hoffen wir einfach mal, dass das klappt. So, er strippt ja nicht. Der macht nur diesen Silence da. Deswegen mag ich den nicht. Würde der noch strippen, wäre es cool. Okay, der macht dort natürlich diesen Provo-Shit. Okay, das ist okay. Das ist gut. Okay, ist aber komisch getuned bei dem. Muss ich irgendwie sagen. Irgendwie ein bisschen weird getuned. Aber okay. Ich akzeptiere es mal. Okay. Cool Strip, das ist gut. Ein bisschen doof. Bin sehr, sehr slow auf einer Seite. Den könnten wir killen, denke ich. Ah, noch nicht ganz, aber das ist gut tanky. Er hat keinen Bock auf Parterre. Okay. Okay, so, jetzt kommt das Strip. Der ist jetzt entscheidend. Okay, das ist gut. Gar nichts zu tragen. Ah, Kackprock, aber das ist okay. Ich move vor dem da. Sprich, ich kann das auf jeden Fall machen. Okay, hätte ich nicht aufgegeben. Ich war so zerstückelt. Selbst wenn ich... Hä? Ist kacki. Aber ich glaube, wir gehen hier mal was ein bisschen Bruiser rein. Und... Ja, doch, wir picken sie doch. Ich tue wahrscheinlich ihn bannen. Dann bräuchte ich am besten noch was gegen Riley, was jetzt nicht unbedingt Bollwerk ist. Das ist das Problem. Genau, ich wollte einen Stripper haben. Habe ich überhaupt noch einen anderen Stripper? Oh, ein Guardian-Spieler. Guardian, sage ich. Belagerungskampf. Guter Spieler, ein Belagerungskampf, der Dude. Aber okay. Ich hab gar keinen Bock auf Riley, weißt du? Gar keinen Bock, ey. Oh, ey, hab ich da gar keinen Bock drauf. Der Move danach. Moor und ich glaube dann sie. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und sie nimmt den Deathbreak auf jeden Fall wieder runter. Hätte ich jetzt mal den Heygang noch gehabt. Ah, oh, nee. Das würde nicht reichen. Wo habe ich den Kritschan bei der? Auf 1? Ich glaube, ja. Ablenkzeit. Ja, jetzt der Deathbreak halt wieder weg. Ah, kack Rileys, Alter. Ah, ja, und der obligatorische Proc mit der Wille jetzt. Ah, richtig cool, richtig cool, richtig cool. Richtig cool. Ja, nicer Proc ins Leere. Nice, der Chroma. Nice, nice. Machst du gut. Machst du gut, der Chroma. Gut, gut, gut. Fängt gut an. 15 Rest. Ach ja. Die 15 Rest kickt wieder. Das Procken auch. Problem ist, die moved vor a Chroma. Das passt mir gar nicht. Aber sie ist auf Vio. Komm schon. Ah, okay, warte mal. Sie ist nicht ready. Nice. Reicht das? Please. Okay, gut. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ah, auch gut, ja. Oh ja, wir heilen hoch. Safety first. Immer schön, die ist gesilenced. Das ist gut. Mit 4 ACC, Alter.
Sie move vorher, da müsste ich die Ablenkzeit kriegen, oder? Ja. Oder mal ein Proc. Oder einfach mal ein Proc. Ja. Wäre auch schön, ey. Ich gehe jetzt auf Riley. Aber voll. Kriegen wir einen Deathbreak? Ah, jetzt der Wichtige, weißt du? Ah, der Wichtige darf Breiko. Jetzt ein Push. Ah, Traum. Oder ein Proc wäre auch geil gewesen. Oh, sie ist geprovot. Oder Proc? Nee, hey. Die hat auch nur 4 ACC oder so. Was ist denn mit der ACC-Rest kaputt, Alter? Wie viel ACC hat die? Okay, 23. Und ich glaube hier auch 7. Weil, ne? Wo hatte sie die Crit-Schaden? Gar nicht. Habe ich das noch gar nicht geändert? Oh. Ja gut, ich dachte, ich habe es geändert. Aber gut, dadurch, dass ich jetzt am Anfang so viel getalkt habe, mache ich jetzt hier mal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.